Hallo Leute, Moment, ich muss mal die Kamera einmal drehen. So, da bin ich. Ja, wir geben jetzt die übrigen Zutaten, ich und Kochvideo erstens. Ich und Kochen ist echt scheiße. Wir geben jetzt die übrigen Zutaten, fangen wir ab und an in den Topf. Ich bin echt gespannt, ob das schmeckt. Ich koche eigentlich auch nicht. Ich bin da echt nicht so begabt, aber wenn man so ein tolles Kochbuch geschenkt kriegt, muss man das natürlich ausnutzen. So. Du bestellst doch nur, oder? Genau, ich bestelle nur. Das ist übrigens mein Bruder, den er hat. Der traut sich nicht, der will sich nicht zeigen lassen. Ich muss mal kurz gucken, was ich brauche. So, ich brauche ein Bier, Dosen. Hier gibt es Dosenbier. Gibt kein gute 0,5 oder? Das ist die teure. Was? Auf die Lacken. Ich bin gespannt, so warmes Bier, das ist natürlich auch, wo viele jetzt sagen, geht, ey, wie kann man das machen? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht und wir werden es nachher sehen. Also im Ofen sind jetzt 8 Äpfel, die sind gefüllt mit Zucker, mit braunem Zucker, mit Zimt. Dazu sind dann 2 Orangen drin, mit Nelken gespickt. Die müssen ca. 20 bis 30 Minuten in den Ofen. Und dann kommen sie nachher hier rein. Sieht gut aus, oder? Richtig schmackhaft. So, machen wir mal den Ofen an, mit der Hitze. Ja, haben wir nicht so, machen wir volle Kanne. Nein, Quatsch. So, was brauchen wir als nächstes? Ich brauche noch den Brandy. Den Brandy, den habe ich noch vergessen, den muss ich mal eben holen aus dem Wohnzimmer. Mach mal. Du bleibst mal eben hier, kannst du ein bisschen, film mal das Rezept ab in der Zeit. So, da bin ich wieder. Da ist übrigens mein Hund, falls ihr jemanden nicht kennt. Guten Tag, so raus. Sieht man nicht. Den sieht man nicht. Johnny, komm mal her. Das Licht ist mega schön. Ja, scheiß auf den Hund doch. Einmal bitte zurück. Guten Brandy. Gut, das habe ich mal geschenkt bekommen. Die ganze Flasche, oder? Nein, die ganze Flasche. Da kommen nämlich nur eine halbe Tasse rein. Wir nehmen auch eine ganze. Da haben wir schon eine ganze Flasche Infos. Ja. Ich gehe mal von der Tassenangabe, gehe ich mal von der kleinen Kaffeetasse aus. Man sieht halt das gar nicht. Dann muss die Kamera jetzt nicht mal machen, wenn du nicht siehst. Moment, ich mach das mal eben. Mein Bruder kennt sich so nicht mit iPhone aus. Er hat nur so ein komisches Sony. Ja, ich würde ja gerne Licht anmachen, aber irgendwie spinnt mein iPhone auch gerade rum. Müssen wir so mit auskommen. So, wo war es der Brandy? Genau, der kommt jetzt hier rein. Falls jemand was fragt oder irgendwas, könnt ihr mich gerne fragen. Ich beantworte euch alles, auch wenn es um WoW geht und nicht nur um Bier. Also 10 Skillpunkte hast du schon, oder? Genau. Also das Bier könnte anbrennen, oder? 10 habe ich beim Kochen, das habe ich noch. Also Lagerfeuer kann ich schon mal machen. So, der Ahornsirup. Übrigens, habt ihr schon mal Ahornsirup gekauft? Das ist scheiße teuer. Warum jetzt das denn nicht? Ja. Was machst du da eigentlich so? Ich schau nur zu. Ja, ich weiß. Ich bin ja gezwungen. Ne? So. So, ein Esslöffel Festtagsgewürze. So, die Festtagsgewürze, die habe ich eben schon mal vorbereitet.
in einer schönen stylischen und Dose. Und welche Gewürze hast du dafür benutzt? Also drin sind Muskatnuss, Nelken, gemahlen, Ingwer, ein Löffel Pfeffer und ein Löffel Zimt. So, ein Esslöffel kommt da rein. Ich entschuldige die miserable Kameraführung. Mein Bruder, der ist da nicht ganz so begabt drin. Aber es könnte auch daran liegen, dass er einfach klein ist, wenn man da oben gucken muss. Wahrscheinlich. In der Orangen hatten wir Zimt drin, oder? So richtig. Oder? In der Orangen war Zimt drin, in dem Ding. Ja, ich muss auch gerade mal überleben. Das zieht immer ein Stückchen runter, aber es geht schon mal ziemlich hoch hier. Wir wollen ja auch nicht, dass es anfängt zu kocheln, weil sonst verschwindet ja der ganze Alkohol und das würde dann die Wirkung verfehlen. Wir haben ja noch den Brandy, ne? noch den Brandy. Das darf man ja nicht vergessen. Kommt jetzt noch ein Löffel gemahlene Nelken rein. Bin echt gespannt, ey. Das ist so viel mit Nelken, dass, ob das nicht zu krass ist vom Geschmack her. Einmal Äpfel gucken, dass sie nicht matschig werden. Ich weiß auch nicht, ob sich das überhaupt irgendwer anguckt. Also hier schreibt jemand, es ist zu dunkel, habe ich ja gesagt. Es ist zu dunkel, ja. Es ist zu dunkel. Ich gucke nochmal eben, ob ich hier irgendwas regeln kann. Ihr müsst einmal jetzt rausgucken oder so. Zu dunkel. Das ist scheiß Handy, Wolf. Man sagt, entschuldigt bitte den Ausdruck. Ich stopp einmal in Live-Übertragung und mach sie gleich wieder an.